Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Skryfice. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Let's play Black Desert Online. Wir haben jetzt den weiten Weg hinter uns gebracht, den ich letztes Mal im Livestream schon hatte. Und haben mit Fuka gesprochen. Der hat uns jetzt einen Rat von Fives gegeben. Und ich würde sagen, das nutzen wir auch direkt aus, um eventuell unsere zweite Waffe auf Pen zu verbessern. Da haben wir jetzt insgesamt eine Chance von 48,5. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt. Ich hoffe, das funktioniert. 3, 2, 1, verstärken. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Pen, 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 pen. Yes! Nice! Wir haben die zweite Waffe auf Pen bekommen. Das ist natürlich schon mal wieder ein riesiger Fortschritt für mich. Geile Sache, freue ich mich. Ja, ich habe gerade gesehen, dass wir tatsächlich auch noch unsere Rüstung verbessern können. Und ich würde sagen, das schicken wir direkt mal hinterher. Denn wir haben hier noch einen Rat von Falks 40. Den benutzen wir direkt mal mit. Und natürlich werden wir hier auch die maximale Anzahl mit reinbuttern. Da sind wir bei 42%. Puh, mal gucken, ob es klappt. Komm schon. Yes. Das hat auch funktioniert. Das ist natürlich jetzt richtig fresh. Wir haben noch einen Rat von Falks mit 60. Und ich würde sagen, das probieren wir aus. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Hier auch wieder alle reinbuttern, die geht. Die gehen. Sind wir bei insgesamt 40%. Ist natürlich jetzt ein bisschen wenig, aber wir probieren es einfach mal auf Pen. No risk, no fun. Komm schon. Oh, das wäre legendär, wenn das jetzt auch noch klappt. Nein, schade, es hat nicht funktioniert. Hier haben wir jetzt nochmal die Chance, das Ganze mit 60% zu uppen. Aber ich würde sagen, das lassen wir fürs Erste. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch mit unserem Helm zu uppen. Da haben wir ja jetzt durch den Misserfolg eine kleine höhere Chance von insgesamt 48%. Probieren wir das Ganze mal aus. Hat leider nicht funktioniert. Nochmal ein Try. Haltbarkeit geht natürlich jetzt runter. Aber wir sind Gott sei Dank direkt beim NPC, wo wir das wieder erhöhen können. So, jetzt haben wir da jetzt die 15%. Ich würde sagen, probieren wir nochmal die Rüstung zu upen. Denn wir haben ja jetzt hier noch eine höhere Chance. Wobei, das da benutzen wir lieber auf Pen. Das heißt, haben wir noch ein Rad von Fives? Wir haben jetzt nur noch einen 10er. Das ist mir dann noch ein bisschen zu wenig, um das auf Ted zu probieren. Dann machen wir einfach mit dem Helm weiter. Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. 15%, beziehungsweise mit dem Rad von Falks sind wir bei 30%. 3, 2, 1. Versuchen. Komm schon. Hat leider nicht funktioniert. Der nächste Try wieder auf. Auf die. Da ist es auch schon wieder auf die gesprungen. Nice. Probieren wir nochmal mit einem Rad von Falks mit 10. Beziehungsweise mit insgesamt 30% nochmal. Hat auch wieder gefailt. Gut, die Schwarzsteine gehen auch jetzt langsam zugrunde. Da habe ich jetzt nur noch 170 Stück von. 160. Wird natürlich jetzt auch langsam ein bisschen eng. Auch schon wieder gefällt. Okay, nice, nice, nice. Sehr, sehr nice. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt auch richtig geil. So oft wie das jetzt fällt. Bei 66% einfach auch gefällt. Geil. Ey, Wahnsinn, Jungs. Auch wieder gefällt. Jetzt muss ich mal was gucken. Wenn ich jetzt die Rüssi hier nehme, da sind wir bei 27%. Na gut, das ist auch immer noch zu wenig. Probieren wir es jetzt nochmal mit 71% aus. Muss doch jetzt langsam mal klappen, ey. Auch wieder gefällt. Ey, das ist der Wahnsinn. Bei 70% hat es einfach dreimal hintereinander gefällt. So, jetzt hat es geklappt. Jetzt können wir hier wieder den vorletzten 10er benutzen. Mensch, das muss doch mal funktionieren. Nee. Damit ist die Haltbarkeit aufgebraucht und ich würde sagen, das war es jetzt auch wieder für den Clip.
Jo Leute, nochmal ein kurzes Update. Einige von euch haben ja bestimmt nicht den Livestream gesehen. Ich bin schon Level 58. Wir haben heute die Rüstung auf Pen im Livestream bekommen. Wir haben den Tuvala-Ring auf Pen im Livestream bekommen. Und was ich auch jetzt noch gemacht habe, damit ich euch das kurz noch zeige. Wir haben uns heute ein wenig A-Coin gegönnt. Denn es gibt heute im Perlenpaket, beziehungsweise gibt es hier so diese 6000 plus 600 Perlen und das mal 2. Also quasi kriegt man das, man kriegt also über 13.000 Perlen für insgesamt, umgerechnet waren das jetzt 60 Euro, aber ja, Digga, holen wir auf jeden Fall mit. Da haben wir jetzt ordentlich Perlen gekriegt. Das sind einfach, ja, also das ist auf jeden Fall anständig. Also da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Jetzt haben wir 14.000 Perlen. Das habe ich jetzt einfach einmalig bezahlt, einfach um mir hier vielleicht mal ein paar Kostüme zu gönnen. Ja, oder vielleicht auch mal ein paar Transportmittel wie das Zelt. Morgen gibt es einen 50% Gutschein fürs Zelt, beziehungsweise heute gibt es den. Den werde ich mir dann auch noch gönnen. Das werde ich dann aber auch noch zeigen, entweder im Livestream oder ich werde es auf Offstream machen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine geile Sache, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So Leute, wir haben uns jetzt mal ein bisschen erkundigt hier und es gibt heute tatsächlich zum 6. Jubiläum einen 50% Gutschein, ne? Ein Rabattgutschein von 50% und gleichzeitig noch einen Geburtstagskuchen für 100 Loyalität. Das holen wir uns auf jeden Fall mit und ich habe mir überlegt, was wir mit dem Geld, was wir jetzt aufgeladen haben, anstellen. Und ich bin zu dem, ich sag jetzt mal, zu dem Entschluss gekommen. Jetzt muss ich kurz gucken, wo war das nochmal? Das war bei Angesagt und neu, Best, dann müsste das hier irgendwo sein. Da, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es sich am meisten rentiert, dieses Vorteilspaket All-in-One zu gönnen. Denn es ist von 39.000 Perlen auf 23.000 Perlen runtergesetzt. Nochmal 50% Rabatt kommen jetzt hier drauf. Da haben wir dann 180 Tage das Vorteilspaket, 180 Tage den Segen, 180 Tage Altmond und wir haben 15 Schriftrolle der Beute. Und ich würde sagen, dass das so das Beste ist, was wir jetzt mit dem Geld anstellen können. Das Zelt werden wir uns dann auch noch separat holen. Und dann sind wir, denke ich mal, gut aufgestellt, gerade für den Anfang. Und dann habe ich jetzt einfach ein halbes Jahr lang hier den Item-Shop quasi. Und wenn man das jetzt mal zusammenfasst, das sieht erstmal im ersten Moment nach sau viel Geld aus. Aber letztendlich habe ich jetzt wirklich nur 60 Euro bezahlt dafür, für ein halbes Jahr, das sind 10 Euro pro Monat und das ist wirklich eine Summe, mit der ich mich auf jeden Fall zufriedenstelle. Müssen wir gucken, wie setzen wir jetzt diesen Gutschein ein? Ah, den Gutschein muss ich erstmal aus dem Postfach, glaube ich, raus. Oh, was ist hier los? Der reitet einfach hier kurz. Müssen wir mal kurz gucken. Ich meine, der würde... Wo ist denn der Gutschein jetzt? Wir haben den doch eben gekauft. Haben wir den gekauft oder habe ich ihn nicht gekauft? Muss man gerade nochmal nachgucken. Loyalität, 50% Gutschein. Ah nein, ich habe ihn schon erworben. Der müsste jetzt hier unten angezeigt werden, ne? Ja, haben wir schon gekauft. Jetzt ist die Frage, wo der hinkommt. Details, papapapap. Einer zeigt immer Informationen an. Wo haben wir den denn? Weil bei Rabattheft ist er jetzt nicht aufgeführt. Vielleicht ist er im... Vielleicht ist der, hat er sich hier... Da ist er, okay. 50% Rabattgutschein. Dieser Gegenstand kann eurem aktuellen Zustand nicht verwendet werden. Das heißt, wir müssen kurz mal vom Pferd runter. Setzen den kurz ein. Wieso keine... Ah, Junge, ey. Was, wo bin ich hier überhaupt? So, jetzt kann ich ihn bestimmt einsetzen. Jetzt ist er eingesetzt. Jetzt haben wir den 50% Gutschein eingesetzt. Jetzt geht's hier ab. Auch wieder auf angesagt und neu. Best. Runterscrollen. 23.000. Rabattheft. 50% Gutschein. Gutscheine können benutzt werden, wenn... Was? Ein Gegenstand aus dem Perlenladen kauft. Ja. Wollte ich machen, Bruder. Wollte ich machen. So. 50% und dann haben wir... Kostet es einfach nur noch 11.700. Und das ist auf jeden Fall eine ordentliche Summe. Machen wir. Jetzt haben wir für ein halbes Jahr lang den ganzen Shit. Wir haben jetzt 2.460 Perlen noch übrig. Wenn wir jetzt auf Reisehilfe gehen und dann... nee, wo war es mit dem... Zelt ist es, glaube ich, bei Angebote. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, es war bei Komfort. Und dann Erweiterung, Gilde, Sonstiges. Oder was bei Reisehilfen? Da Campinglager. Das ist auf 3.400 reduziert. Das heißt, wenn wir jetzt theoretisch noch 10 Euro in die Hand nehmen, können wir uns das Zelt auch noch leisten. Und ich würde sagen, das mache ich dann wahrscheinlich in den nächsten Clips. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Da seht ihr es gerade nochmal. Wir haben das ganze Zeug erhalten. Setzen wir dann auch baldig ein, sobald das alles hier oben abgelaufen ist. Jo, easy.
So, Ladies and Gentlemen, ich habe kurz mit meiner Gilde gesprochen und tatsächlich war das Beste, was ich mir jetzt noch kaufen kann. Da ich ja nur noch 530 übrig habe und mir noch diese Flöte fehlt, beziehungsweise dieses Horn und da es jetzt gerade dieses Event hier gibt mit den Perlen, ich muss euch das mal kurz zeigen, Perlenpaket, da oben kriegt man nämlich 2000 Perlen für 10 Euro. Ja, die kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall. Somit haben wir nämlich jetzt 2500 Perlen und dementsprechend können wir nämlich jetzt dieses Horn kaufen. Na, genau, hier ist es, das Horn der himmlischen Pferde. Mit diesem Horn kann man nämlich dauerhaft das Pferd aus einer größeren Distanz rufen, beziehungsweise die Distanz ist, glaube ich, sogar egal. Und ja, also das ist auf jeden Fall mega entspannt. Ja, es ist das richtige Horn, genau. Kostet normalerweise 22,50 Euro, jetzt kostet es 11,25 Euro. Ja, das holen wir uns auf jeden Fall noch mit. Ja, und dann mal gucken. Ich wollte mir, glaube ich, noch was anderes kaufen, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Das ja, folgt dann in den nächsten Clips. Ja, ich weiß wieder, was wir uns kaufen wollten. Und zwar wollten wir uns die Inventarplätze kaufen. Keine Sorge, ich habe nochmal 10 Euro investiert, damit ich noch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Perlen habe, um mir das Ganze leisten zu können. Und zwar war es Komfort und zwar Inventar. Denn da gibt es momentan 16 Inventarplätze plus nochmal 16 Inventarplätze für 1450 Perlen. Das kaufen wir uns, denn ich möchte unbedingt mehr Platz in meinem Inventar haben. Das war also wirklich eine wichtige Investition. 955 bleiben übrig und jetzt wird kein Geld mehr dieses Spiel gesteckt fürs Erste. Ich habe jetzt auf jeden Fall ausgesorgt. Wir haben ein geiles Kostüm. Wir haben hier oben den Push drin für über 200 Tage. Wir haben das Zelt, wir haben die Flöte und wir haben jetzt zusätzlich noch einfach 32 Plätze im Inventar mehr. Das ist einfach Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall eine geile Sache, dass wir jetzt hier 4 Reihen mehr haben. Tipptopp. Ich bin jetzt bestens ausgerüstet fürs Spielen und ja, wie ihr seht, warte ich hier gerade auf Kazake. Das sind so kleine Sachen, die werde ich nicht, also da werde ich natürlich jetzt nicht immer alles aufnehmen. Höchstens, wenn ich irgendwie was uppe oder wenn ich irgendwie was droppe. Ansonsten, ja, war es das für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, ein Kommentar, ein Abo da. Ich hoffe, dass wir in nächster Zeit wieder viele Livestreams machen und ja, wir sehen uns dann im Livestream. Ich bin raus. Peace.